So Leute, da bin ich wieder bei Let's Play Together, das Wappenprolog. So, ich habe natürlich noch nicht reingeschaut. Ist auch ganz schwer hier zu gucken, wo Spielladen ist und wo nicht. So, wir sind doch jetzt beim letzten Spielstand angekommen und das heißt, ich muss ab jetzt wieder oben speichern. Okay, das sieht... Ah, ich bin so froh. Ich liebe das, wenn ich auf diesem kleinen Vorschaubildchen sehe, dass ich nicht irgendwie von Monstern verfolgt werde oder von sonstigen Viechern umgeben bin. Das heißt, ich kann das hier ganz normal laden und das machen wir auch jetzt. Da bin ich mal echt gespannt, was mich hier erwartet. Ich hoffe, dass wir in unserer Mission mal ein bisschen weitergekommen sind. Beziehungsweise in unseren ganzen Missionen. Das hoffe ich ganz schwer. Denn das wäre echt mal sehr gut. So, ein kleines bisschen noch. Dann haben wir es geschafft. Das immer durch den Shader wird das am Schluss immer noch ein bisschen arg hinausgezögert, der Ladescreen. Aber dafür haben wir exzellente Grafik als Belohnung. Dafür lädt man doch gerne den Spielstand mal 30 Sekunden. Außerdem haben wir ein wunderschönes Bild, was wir uns angucken können. Seht ihr auch diese wundervollen Rundungen an diesem Schwert da? So, und da haben wir auch den lieben Helden. What the hell? Also gut, als erstes speichere ich natürlich mal. So, ich nehme den ersten. Juhu. Was bin ich? 21, oder? Oh ja, das wäre schön, wenn ich noch 21 wäre. Ja, ja. So, wir sind hier. Er hatte nicht mal die Zeit, um die Viecher auszunehmen. Nicht zu holen. Da muss ja schon echt was extrem Hartes passiert. Ich frage, was zum Teufel macht der da überhaupt? Bestimmt ist er gerade von oben gekommen oder auch nicht. Ich bin jetzt einfach mal neugierig und will da einfach mal hoch. Oh, was haben wir hier? Eine sehr schöne Textur. Oh, wir schwanen hier Übles. Also ich habe auch eigentlich gar keinen Plan, was ich hier mache, aber das ist einfach mein Entdeckerdrang, der mich gerade wieder dazu bringt, einfach mal loszulaufen. Einfach mal los. Ich bin jetzt echt gespannt, wo wir hier sind. Ich war nämlich hier noch nie. Hier war ein Skelett. Aber ich nehme an, er ist von dieser Seite gekommen, denn normal liegt ja bei Skeletten immer irgendwas rum. Das sind ja meistens irgendwelche Items, aber ich glaube auch stark, hier geht es gar nicht so richtig weiter. Weil auch die Texturen sind jetzt nicht so, wie man sie erwartet. Das heißt wahrscheinlich... Oder ist er... Ah, bitte, bitte, bitte. Nein. Gut gemacht, Held. Bin auch gar nicht sicher, was ich hier mache. Ah, okay, wir sind einfach nur überhalb eines Hofes. Ach, guck mal, was wir hier haben. Hat der gute Aebo wohl ein Easter Egg versteckt hier oben? Können wir mal gucken, ob der Wagen noch anspringt, aber ich glaube es eher nicht. Sehr schön gemacht. Ja. Toll. Super. Jetzt ist natürlich nur die Frage, jetzt tue ich hier gerade so, als hätte ich hier was Megamäßiges entdeckt, hier so einen Geheimplatz, und dabei hat das wahrscheinlich Kit in seiner letzten Folge schon gezeigt. Wenn ja, dann gebührt ihm die Ehre, wenn nicht, ha, ich habe das Auto entdeckt, eher gesagt das Wrack. So, ist ja auch egal. Sehr schön gemacht. Doch, ist echt cool, das gefällt mir jetzt echt, das muss ich jetzt die ganze Folge sagen, dass mir das gefällt. So, was haben wir denn hier so? Das sieht mir aus wie die Stadt, oder? Tatsache. Oh, das war der andere Weg in die Stadt gewesen. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Deswegen werden wir einfach mal zurückgehen. Oder ich bin einfach so neugierig. Ich kann das jetzt nicht lassen. Ich gucke jetzt noch ganz schnell, was da hinten ist. Wenn da nichts mehr kommt, was ich erwarte, dann gehen wir auf jeden Fall zurück. Vielleicht schaffe ich es irgendwie noch da hochzukommen. Das wäre noch ganz gut, wenn ich das noch eben packe. Okay, aber das... Okay, das hat jetzt nichts mehr gebracht. Ich wollte mir eigentlich nur kurz einen Überblick machen. Oh, das sind sehr, sehr große Felsen hier. Okay, na gut, okay, ja.
Hier sehen wir eine weiße Fläche. Na gut, dann lassen wir das für heute. Ich werde auch gleich jetzt in das Questlog mal reinschauen und gucken, was wir denn für Aufträge überhaupt haben. Jetzt laufen wir einfach mal in diese Richtung hier. Ja, hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr, denke ich mal. Weil das mit dem Auto, mit diesem Wrack war ja eigentlich schon die Krönung. Okay, da haben wir auch nochmal eine... Aber ich glaube, wenn ich zurück will, muss ich jetzt langsam hier runter. Ich glaube, ich verkneife es mir jetzt einfach mal da oben lang zu gehen. Das bringt bestimmt eh nichts. Also hier müsste gleich das Wrack wieder auftauchen irgendwo. Da ist es. Okay, dann gehen wir jetzt wieder runter. Und dann gucken wir, warum Kit sich da mit Wölfen angelegt hat. Das einen tieferen Sinn hatte. Und da muss ich natürlich erstmal kurz Inventar durchgehen und Quest durchgehen. Ich will ja echt mal wissen, was die zwei jetzt mal geschafft haben in den Folgen. Achso, ich muss hier runter. Oh ne, das war jetzt glaube ich falsch. Naja, so ähnlich wäre es wohl gewesen. Jetzt müssen wir halt den normalen Weg runter. Scheiße, jetzt habe ich es wahrscheinlich komplett versaut. Na egal. Jetzt gehen wir einfach mal ganz normal hier runter. Also ich weiß noch, die Quest mit Morganes, oder wie der heißt, die habe ich ja abgeschlossen. Da hat der Kid noch gefleht darum, dass ich bloß mit ihm rede, wenn ich den Spielstand lade. Und ich habe das auch intuitiv richtig gemacht, ohne es zu wissen. So, wir laufen einfach mal an dieselbe Stelle hin. Ja, das müsste eigentlich da hinten sein, mit den Felsvorsprüngen. Da will ich jetzt einfach mal kurz stehen und dann will ich mir einfach mal kurz mein Questlog angucken. So, da ist die Stelle. Die Wölfe müssten inzwischen entfernt worden sein, denn ich habe sie ja ausgenommen. So, hier war Kit. Ah, gut. Es ist auch sehr, sehr schön. Ich glaube, ich bin hier auch schon ein, zwei Mal vorbeigelaufen und mir ist das jetzt so direkt gar nicht mal aufgefallen, dass man hier hoch kann. Gebe ich auch ehrlich mal zu. Ich hätte wahrscheinlich auch nie die Zeit, mal so richtig zu gucken, weil hier war ja alles voller Monster. Und ist wahrscheinlich die Hälfte immer noch voller Monster. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kit einfach mal ein bisschen aufräumen wollte hier. So, jetzt bleiben wir einfach mal schnell hier stehen. Speichern nochmal drüber. Halt, 21 müssen wir speichern. So. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Wir sollen für Gildas arbeiten. Ja, das ist schön. Das machen wir schon seit Anbeginn des Spiels. Holz für Uwe, die Quest, die nie endet. Aufnahme bei der Garde. Ja, toll. Toll, wir haben doch alles erledigt. Was soll ich denn für Gildas noch arbeiten? Mathes wird mir seine Stimme geben. Ja, wann? Ja, warum werden so Mathes gemütlich, erst wenn ich mich für ihn nützlich gemacht habe? Ja, schön. Was sollen wir für ihn machen? Tolle Wurst. Steht nichts geschrieben. Tja, das wäre ganz toll. Jetzt kriege ich hier so eine Folge hingeballert. Und ich habe doch absolut keinen Plan, was ich überhaupt machen muss. Ne? Ja, ist natürlich echt schade. Ich habe jetzt natürlich überhaupt keinen Plan hier, ja. Er hat Feuerball angelegt, nimmt noch Feuerpfeil noch mit rein. Ja, ich kann höchstens mal versuchen, aber Hauptsache man hat bei den Orks schlecht im Inventar, natürlich. Was haben wir denn überhaupt an Stärke? 23, oh wow, immerhin. Naja, dann, na, guck mal, wahrscheinlich habe ich einen Wolf doch nicht erwischt zum Ausnehmen. Der wurde wieder hier hingespawnt. Den können wir jetzt aber ausnehmen. Hier ist ein Feldknöterich. Da haben wir Wölfe. Da machen wir halt die Wölfe, würde ich sagen. Ich weiß, ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich auch gar keinen Plan, was ich in der Folge machen soll. Und wenn ich jetzt wieder anfange, in meiner Folge in die Stadt zurückzulaufen, ich glaube, dann kriege ich langsam eine aufs Dach von den anderen. Das habe ich, glaube ich, bis jetzt in jeder Folge gemacht. Ach komm, wir laufen mal in die Stadt zurück. Könnt ihr irgendwas bringen. So, wie stark sind wir eigentlich mit dem Bogen? 34 und 25. Eigentlich sollten wir die mit dem Bogen locker kaputt kriegen, die Wölfe. Wuhu! Haben wir das jetzt... Ah. Oh Gott, 3 sind doch zu viel. Ja. Na, wer sagt's denn?
haben zwar ein paar Kratzerchen abgekriegt, aber ansonsten geht's. Was haben wir da für ein scheiß kurzes Schwert? Das sieht mir aus wie so ein... Keine Ahnung was. Irgendwas mit... Ist es diese Waffe mit 22 Stärke und 45 Schaden? Wolfszahn, ja, sag ich doch. Mensch, Leute, ihr müsst doch auf die Entfernung gehen. Ihr könnt doch nicht einfach so eine kurze Waffe tragen. Wo ist überhaupt... Wo zum Henker ist überhaupt unser Degen? Hatten wir... Wir hatten doch einen Degen, oder? Wir haben doch, ihr habt das nicht wirklich den Degen verkauft, Leute, oder? Das glaub ich jetzt echt nicht. Ihr habt doch wirklich einen an der Marmel, oder? Ihr habt jetzt echt das ist nicht so. Sag mal, bin ich jetzt echt so paranoid? Haben wir einen Degen gehabt und habt ihr den jetzt wirklich verkauft? Och Leute, das darf doch wohl nicht wahr sein. Komm. Das ist echt nicht euer Ernst, oder? Ihr habt doch nicht ernsthaft unseren Deiche verkauft. Okay. Das war mehr Spielerei gerade als Nutzen. So, jetzt... Leute, jetzt weiß ich nicht mal mehr, was darf ich überhaupt essen. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Ich esse jetzt gebratenes Fleisch. Zumindest ein bisschen was. Oh, kennt ihr das? Ich liebe das, wenn man speichern kann. Man muss einfach nur... Escape, Enter, Enter, Enter drücken. Das ist so gut und ich bin in diesen Genuss gekommen. Das gefällt mir sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Speichern ist bei mir einfach Escape, Enter, Enter, Enter. Das habe ich schon früher mal gern gemacht, so vor ungefähr, gefühlten 20 Jahren. Realität eher 11 Jahre. Oder 12 Jahre. Das waren noch Zeiten. Da hat sich die Welt noch anders gedreht, Leute, vor 12 Jahren, das sage ich euch. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen hier, wir spielen immer noch Gothic. So muss es sein. So, und du kriegst aufs Maul, Mr. Wolf. Aua. Also irgendwie schlägt er nicht mehr richtig zu. Jetzt hat's doch geklappt. So, wir räumen hier in diesem Waldstück einfach mal ein bisschen auf. Nicht zu plündern. Es wird einfach mal so eine Kill-Alles-Folge. Wobei ich davon absehen werde, diese Keile ja anzugreifen. Ich denke, da fehlt uns noch die gewisse Raffinesse, um das zu machen. Ah, wir haben eine Goblinbeere entdeckt. Das ist sehr gut. Ja, es tut mir wirklich unendlich leid, aber ich kann echt nichts machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich weiß nur, hier war ich jetzt auch schon das dritte Mal, an dieser Stelle hier. Oder habe ich vielleicht wirklich nur irgendwas überlesen? Also die einzige richtige Quest, die wir jetzt eigentlich noch haben, ist eigentlich für Gildas arbeiten. Aber ich habe Gildas 6 Wolffälle gebracht. Ja, toll. Das habe ich gemacht. Bedarf es der Zustimmung von Morganes, was um bei Gildas zu arbeiten, bedarf es der Zustimmung von Morganes, denke ich mal, haben wir. Hans und Werner, glaube ich, haben wir auch. Hans sagt mir gar nichts. Da bin ich raus. Und Mattes, da haben wir irgendwas überlegt. Irgendwas jetzt erledigt. Damit Werner, ja, das mit dem Drahtzieher, das habe ich ja eigentlich gemacht. Aber wie das da weiterging, keine Ahnung. Ich habe ja dem anderen zugestimmt. Ich hätte wahrscheinlich einfach aber die Zustimmung von Werner haben wir ja. Und Mattes wird mir seine Stimme geben. Das kann jetzt heißen... wahrscheinlich hat er irgendwie im Dialog gesagt, ja, komm morgen wieder, ich überleg's mir oder so und ich weiß davon jetzt nichts. Oder wir müssen jetzt noch irgendwas erledigen, von dem ich auch keinen Plan habe. Also das ist wirklich sehr schwer gerade. So, was haben wir hier? Oh, okay, da muss ich wieder meinen Trick anwenden, glaube ich. Und Marcello, du lässt uns bitte diese permanenten Boni. Das möchte ich nicht mehr sehen, ja? Dass du die einfach so wegschluckst hier. Durst hin oder her? Ah, das sind ja nur 5, 6 Wölfe. Das geht ja eigentlich. Hab ich da jetzt welche getroffen? Nee. Wuhu! Okay, das waren jetzt wohl etwas zu viel. Aber ihr kennt mich ja. Ich habe da immer so einen Trick auf Lager. Und ich sehe auch schon einen tollen Trick. Ah, nee, komm, wir machen das wieder ganz anders. So, da wären wir wieder.
Und nein, ich werde diese Folge nicht das Mahnmal 2 nennen. Das wäre zu eintönig. So, den machen wir zum Schwert noch schnell. Na, komm her. So. Also theoretisch könnte ich das mit den Keilern ja jetzt genauso machen. Nicht zu holen. Das Problem ist, die Keiler, wenn die mich halt treffen, während ich wegrenne, machen die erstens zu viel Schaden und zweitens ist der Weg von den Keilern hierher doch noch ein bisschen länger. Da ist das hier mit den Wölfen hier eigentlich kein Problem jetzt. Haben wir wirklich alle erwischt? Nee, einer lebt noch. Den können wir auch noch so umhauen. Und tschu! Diese Attacke für Arme gerade. Ich mach das. So, damit hätten wir gut aufgeräumt. Ey, wir sind 1000 Punkte schon fast wieder gestiegen. Okay. So, hier haben wir ein paar hübsche Pilze, die wir gleich einsacken werden. Und es tut mir leid, dass ihr nichts anderes bei mir gerade seht, als dass ich blöd durch die Gegend renne und irgendwelche Viecher versuche rumzumetzeln. Aber das liegt einfach daran, dass ich jetzt absolut keinen Plan habe, was ich machen soll. Ihr könnt natürlich mal kurz zurück in die Stadt gehen. Aber ich sehe da schon eine Faust, die mir ins Gesicht knallt, wenn ich das jetzt mache. Und oh, wir haben ein Kronstöckel gefunden. Und da heißt es mal, ja, der Bloody, der lässt alles liegen, wenn er durch die Gegend läuft. Leute, ich will nur erwähnen, hier lag gerade ein Kronstöckel rum, ne? Hm? Wobei ich aber auch dafür bin, dass wir uns irgendwie permanente Tränke noch machen. So, jetzt ist die große Frage, wo laufen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Aber absolut nicht. Ich bin wirklich, wirklich stark gewillt, in die Stadt zurückzulaufen jetzt, denn ich habe absolut keinen Plan, auf was ich machen soll. Holz, ja, das Holz, toll. Brauche ich einen festen Arbeitsplatz in Ucha? Das hier also. Ich meine, wie viel Uhr ist denn eigentlich gerade? Wir haben 13.40 Uhr. Es kann ja sein, dass Kit irgendwie in der Stadt geschlafen hat und dann ist er aufgestanden um 8 und hat dann mit Mattes geredet und der hat ihm gesagt, er soll morgen wiederkommen. So, jetzt ist er halt, hat er sich gedacht, okay, ich habe noch ein bisschen Zeit, laufe ich einfach mal draußen rum und mache ein paar Viecher platt und hoffe, dass Bloody das irgendwie genauso macht. Und natürlich in seinem in seiner Vorgehensweise immer wieder einmal in seiner Folge zurück in die Stadt rennt, was ich dann auch wahrscheinlich machen werde. Und dann hoffentlich mit Mattes spricht und hier ist eine Höhle, Tote. Und dann diese Quest endlich mal abschließt, aber ich weiß halt nicht. Wenn ich jetzt wieder da lang laufe, das ist auch blöd. Komm, wir machen das einmal so. Wir laufen ganz, ganz kurz in die Stadt. Und gucken, was wir hier haben. Das habe ich jetzt selber entdeckt. Also ich habe auch nicht gesehen, dass das ein anderer Spieler, einer von den anderen zwei gesehen hat. Aber es kann natürlich sein, ich täusche mich da gerade, aber ich finde das gut, dass ich das mal irgendwie gerade für mich selber... Ah, nein, okay, ich weiß, was das ist. Ja. Nee. Das machen wir nicht. Das machen wir überhaupt nicht. Wobei ich das eigentlich schon gern machen will. Vielleicht habe ich sogar jetzt eine Chance da unten. Ich will aber mal erst wissen, was hier oben ist. Ohne da runterzufallen. Ne, da wird hoffentlich nichts sein, weil ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Das sieht mir ein bisschen zu komisch aus hier. Nee. Whoops. Komm, wir gehen hier einmal runter. Kann ja eigentlich nichts passieren. So, derweil schieben wir uns noch ein bisschen Fleisch rein. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie benötigt wird. Wenn ja, tut es mir doch sehr leid. Oh je, bin ich aufgeregt. Oh je. Warum habt ihr den Degen verkauft, Leute? Warum? Aber wir haben wenigstens einen Ring der Gewandtheit, einen Ring der Kraft, einen Ledergürtel und eine Lederrüstung. Immerhin, die wir schon seit Anfang des Spiels wahrscheinlich haben. So, die Blutfliegen. Das kenne ich schon. Ja, ich auch. So, ich höre Monster. Wenn das einfache Zombies sind, können wir die sogar schaffen, wenn wir eine etwas längere Waffe gehabt hätten. Das muss ich jetzt einfach mal eben sagen. Ich muss auch jetzt ganz schnell gucken. So, ich speichere ab, wenn der Fahrstuhl, in Anführungsstrichen, ganz unten ist. Ansonsten kriegen wir da wahrscheinlich wieder Probleme. So, okay, dann gucken wir mal. Erstmal die Frage, wie kommen wir wieder hoch? Mit einem Schalter, gut. Dann werden wir das beherzigen. So, hier ist eins.
Zombie. Und da drüben kommt auch schon ein Zombie. Oh, und da ist ein... Ja. Ein Typ eben. Problem ist, er zaubert uns jetzt die ganze Zeit so Viecher vor uns her. Ah, das ist sehr gut. Aber er sollte eigentlich bitte auf uns gehen. Oh, jetzt sollte er bitte nicht mehr auf uns gehen. Das könnte jetzt etwas dauern und das könnte auch etwas schwer werden. Aber ich denke... Oh, jetzt kommt der dritte auch noch. Okay. Ah, das wird nichts. Schade. Wenn nur einer gekommen wäre, hätten wir das sogar noch echt geschafft. Ah, das war es natürlich jetzt echt. Also, wenn hier ein Skelett kommt... Na gut, okay. Merken wir uns einfach... Ich finde es halt schade, dass wir dazu noch zu schwach sind. Hätte das so gern mal gemacht. Aber ich glaube, ich kann mir den Versuch auch sparen, diesen Trank da rauszuholen. Das hat... Kit schon in seiner Folge probiert damals. Das klappt einfach nicht. Aber ich weiß, einer von uns wird eines Tages hier runtergehen und aufräumen. Und nehmen, was uns gehört. So. Hab schon gedacht, ich könnte hier etwas die Zeit damit verbringen, ein paar Monster zu schlachten. Anstatt weiterhin hier planlos durch die Gegend zu laufen, aber das war wohl nichts. Dann machen wir eben... Dann öffnen wir jetzt einfach mal das Sekundärprotokoll, wir laufen in die Stadt zurück. Ja, und gucken, ob ich da Antworten kriege auf meine ganzen Fragen. Oh je, warum immer ich? So, ja, das reicht jetzt, komm. Achso, jetzt bin ich auf der falschen Seite raus. So, dann gehen wir hier mal wieder schön runter. Yep. Yep. Gut, da war er kurz vorm Sturz. So, jetzt, wo ist die Stadt nochmal hier? Keine Ahnung. Weiß doch ich nicht. Ich glaube da. Ja, da ist es doch. Sag ich doch. Ich wollte nur einen kleinen Schlenkerer drehen, Leute. Keine Panik. So. Vielleicht. Ja, vielleicht finde ich ja doch noch ein paar Wölfe hier. Mal gucken. Nee, ich glaube, da wurde alles ausgeräuchert jetzt in der Umgebung. Oh, nee. Danke. Warge mag ich nicht. Wenn es ein einziger wäre, ja, aber... Warte mal. Okay. Ich glaube, ich habe sogar wirklich einen Vereinzelten erwischt hier. Ich bete darum. Denn mit einem kann ich mich anlegen, wenn ich ein... Oh, wenn ich dieses Schwert hätte. Aber nein, man muss das ja verkaufen, ne? Gut, wobei der Ding ist auch nicht gerade länger, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir sehen schon, wenn wir zwei Bissen kriegen, sind wir mausetot. Also das... Also sich da auf einen richtigen Kampf zu verlassen, wo man auch mal was einsteckt, keine Chance. Ah. Also wenn alles gut läuft, sollte ich das eigentlich schaffen, wenn der keine unvorhergesehenen Angriffe jetzt macht und ich auch mal sehen würde. Oh je, das geht schief. Oh, der war echt knapp gerade, den habe ich gar nicht gesehen, den Angriff von ihm. Das war nichts. Herrgott nochmal, warum denn? Na toll, ich Idiot habe natürlich nicht gespeichert. Tja, so kann man sich verschätzen. Aber ich habe eine gute Ausrede, es lag einfach an dem Schwert. Das viel zu kurz ist. Ich glaube, das hat nur eine Reichweite von 50 oder so. Und ich frage mich immer noch, warum zum Henker habe ich eigentlich nicht abgespeichert? Wieso habe ich denn nicht gespeichert, hm? Ich glaube, das war die innere Einstellung. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht die Rückkehr. Ergo, man muss nicht so viel speichern. Wenn man natürlich so mies bestückt ist mit Waffen, Rüstung und so, dann sollte man sich nicht wundern, wenn man es nicht mal gegen Waage schafft. Ja, wir sind einfach zu schwach, zumal wir keinerlei Chance auf einen Volltreffer eigentlich haben. Und wenn der Volltreffer kommt,
richten wir halt gerade mal 23 plus 45, gerade mal 68 Schadenspunkte an. Das ist halt natürlich nicht gerade viel. Ich weiß wirklich nicht, wie viel Leben der Varg hat, aber ich schätze mir, er hat ungefähr 200 bis 300 Leben. Wenn wir da halt nur mit theoretisch mit Minimalschaden durchfegen, also 5, brauchen wir halt umgerechnet halt mal 30 bis 40 Hits, um den zu kriegen. Und auch der Volltreffer zieht ihm dann natürlich keine 68 Schaden ab, sondern halt den Schadenswert, und dann wird halt der Rüstungswert noch abgezogen, den das Viech hat. Aber ich will das jetzt schaffen, das ist mir jetzt egal. Ja, weil das wird schon vorgenommen. Vielleicht habe ich ja Glück und er bleibt irgendwie hier dumm hängen. dachte, das machen nur Katzen hier. Aua! Ich wollte schon die Feuerwehr rufen. Ihr müsst eine Katze runterholen vom Baum. Gott, du Mistvieh, du Blödes. Ich zerreiße dich jetzt, mein Freund. Aber das darfst du mir glauben. Wenn ich die Folge überziehen muss, aber dich mache ich fertig. Ah! Nein, nein, nicht! Jetzt läuft's hier! Darf ich nur nicht treffen. Ja, das ist... Ich glaube, wenn ich jetzt Pech habe, trifft er mich sogar demnächst. Das sieht schon sehr gefährlich aus, was ich hier mache. Sehr gefährlich. Ja. Okay, jetzt machen wir es wieder auf die ehrliche Art und Weise. Hey, das gibt's doch nicht! Ja, Leute, ich sag's euch ehrlich, ich mach das so lange, bis ich den Varg jetzt hab. Und wenn es ganz blöd kommt, muss ich wieder abspeichern. Dann ist nämlich Dings dran, Marcello wieder, mit dem Viech. Und es ist mir egal, ja? Eigentlich wäre das Ding schon längst tot, wenn ihr nicht den Degen verkauft hättet. Ja, normal müsste ich es jetzt eigentlich schaffen, außer ich habe natürlich wieder einen derben Hänger oder irgendwas. Aber das sieht schon echt gut aus eigentlich jetzt. So, jetzt müssten noch zwei Treffer sein. Ich sehe nichts, Leute, wollt ihr mich verarschen? So, das war's mit dir, du Mistvieh. Boah, Alter, ich gehe am Stock, echt. Puh, nichts nicht zu holen. So, wir haben einen Varg geschafft. Und ich frage mich, jetzt muss ich mir langsam Gedanken machen, wo stelle ich den Marcello am besten ab? Wo stelle ich den Marcello ab? Damit ich mal, oh, das sind, nee, da gehen wir nicht hin. Na gut, okay, ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde doch in die Stadt zurücklaufen. Und den Marcello mal ein bisschen dahin zu stoßen, dass er da mal gucken soll, ob er da irgendwas reißen kann. Und ich weiß jetzt schon, wer den Spielstand anfängt und er lädt das hoch und wir schauen uns das an, wird er wieder sagen, so, wir stehen mal wieder in der Stadt und dann geht er das Inventar durch und die Questliste und meint dann, ja, gemacht wurde natürlich wieder nichts. Das ist jedes Mal dasselbe, Leute. Bei uns. Aber ich sehe einfach keine andere Möglichkeit. Und ich werde mich auch unaufgeladen lassen, denn vielleicht kann man sich da drin auch umsonst... Oh, guck mal, was wir haben. Ist das jetzt alles neu gespawnt worden oder habt ihr einfach Tomaten auf den Augen, ha? Hier ist ein Lederbeutel drin. Ich muss sagen, ich habe eigentlich doch ganz schön viel erreicht dafür, dass ich eigentlich nichts gemacht habe. Ja, ich habe einen Varg besiegt, habe ein Easter Egg entdeckt, wenn das nicht schon Kit entdeckt hat, habe einen Lederbeutel gefunden und so weiter und so weiter. Ja. Jetzt müsste ich nur noch schnell Gildas finden, aber ich glaube, das wäre echt zu viel. Das schaffe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe auch keine Ahnung, wer Gildas überhaupt sein soll. Bin ich dem schon mal begegnet? Ist das einer von den Händlern? Valentin, das ist Spree, glaube ich, ja. Oh, ich kenne die Namen schon langsam, ganz langsam. Tim, das ist der Schmied. Ah, das ist der Schmied, der Hans. Hey, du. Ah, jetzt kommt's langsam. Halt mal, das muss ich kurz speichern, weil ich weiß nicht, was das ist, das tut mir leid. Hey, du. Ich muss eigentlich sowieso abspeichern jetzt. Wie steht das mit der... Du bist noch... Okay, ich bin noch nicht so weit. Aber wahrscheinlich können wir dann auch als Schmiedlehrling anfangen. Das wäre natürlich auch schön. Das würde ich sogar euch allen raten, dass wir das machen. Ich sag das lieber jetzt schon, bevor es wieder heißt. Aber ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Gut, an dieser Stelle sage ich mal tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Folge gibt es wieder bei Marcello dann.
Ich werde und ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, dass wir nächste Runde mehr erreichen als diese Runde. Aber es hat Spaß gemacht und ciao, bis zum nächsten Part. Keine Ahnung.